herzlich willkommen zur ersten Episode im neuen Format. Wie in meinem Blog zu lesen ist, mache ich ein paar weniger Folgen die Woche. Das hat so ein bisschen mit Zeit zu tun und noch ein paar anderen Sachen. Aber das kann man auch gerne im Blog nachlesen. Das bedeutet, dass ich die Woche über schön hier an meiner Welt weiter bastel. Und dann eben einmal die Woche vorstelle, was ich so gemacht habe und mich dem ein oder anderen Thema, wie bestimmten Modifikationen zum Beispiel, dann auch mal eben eine Folge lang widmen kann. So, dann fangen wir hier mal an, was ich gemacht habe. Zuerst möchte ich einfach mal zeigen, dass ich hier das Observatorium, diesen Turm, fertig bekommen habe. Hoffen, dass hier keine Monster unterwegs sind. Also, ich habe hier einmal einen kleinen Weg angelegt mit einer Brücke. Dann habe ich den Teich ein bisschen erweitert und die zwei Bereiche quasi miteinander verbunden. Wohin dieser Weg führt, erzähle ich euch später. Dann sieht man hier den fertigen Turm mit der Glaskuppel und oben drauf ein bisschen Beleuchtung. Weil mir ist es passiert, dass da Monster gespawnt sind, Spinnen, die dann morgens quasi runtergefallen sind und vor meiner Tür rumgelungert sind. Also, so sieht unser Turm von außen aus. Dann schauen wir uns mal die einzelnen Stockwerke an. Also hier unten habe ich, naja, das könnten Sitzgelegenheiten sein. Ich habe das halt primär einfach hingesetzt, die Holztreppen, damit man besser aus dem Fenster gucken kann, damit man ein bisschen erhöht steht. Weil man hier sieht... Ja gut, hier geht es, aber bei den Stellen hier, wo quasi der Boden ein bisschen tiefer liegt, dann ist es einfach praktischer, wenn man hier raufgehen kann. Okay, dann habe ich, wie man sieht, die Säule versetzt hier. An die Wand ran, damit sie nicht so viel Platz wegnimmt. Weiterhin praktisch für die Beleuchtung. Tja, auf diesem Stockwerk hier gibt es nicht. Ah, da sieht man noch das zweite Gebäude, zu dem ich nachher komme. Dann ist das hier der zweite Stock, beziehungsweise die dritte Ebene. Da habe ich jetzt erstmal mein Bett aufgestellt. Und hier ist die oberste Ebene, sozusagen die Glaskuppel. Na, hat man hier so eine kleine Aussichtsplattform, wo man sich eben umschauen kann. Dieser Berg oder diese Klippe ist schon ziemlich eindrucksvoll. Okay. Dann geht's nach unten. In den Keller, den habe ich, wie man sehen kann, ausgebaut. Nischen gemacht für die einzelnen Kisten. Schon Beschriftung für die Kisten, wo ich Sachen reingelegt habe. Hier zum Beispiel die ganzen Produkte, die man von Tieren zum Beispiel bekommt oder Pflanzen und so, die man einsammeln kann. Hier das ganze Baumaterial, also einfach die normalen Blöcke, die man zum Bauen von irgendwelchen Dingen verwenden kann. Und hier Werkbank und zwei Öfen. Hier unten wisst ihr sicherlich noch, da ist meine kleine Mine. Die habe ich auch ein bisschen erweitert. Also hier auf der Ebene gibt es jetzt 5 Stollen, die ich angelegt habe, wo ich die Materialien rausgeholt habe. Und ich bin sogar nochmal ein Stück in die Tiefe gegangen und habe hier einen Stollen angelegt und einen Teil des Rückstollens quasi. Falls ich dann nochmal Gegenstände, Rohstoffe benötige. So, da sind wir wieder oben. So, gehen wir doch nochmal raus. Gut.
Ja, da müssen wir jetzt hier durchs Blumenbeet stiefeln. Ah, hier draußen habe ich quasi so eine Art Blumenkästen angelegt. Zur Dekoration. Ein bisschen beleuchtet, damit man den Turm auch im Dunkeln von weiter weg sieht. Da laufen so viele Schafe rum. Dann habe ich hier mit dem Nebengebäude angefangen. Das soll so eine Art Wohngebäude werden. Und obendrauf ein Gewächshaus. Das habe ich in einer der letzten Episoden schon mal erwähnt. Da habe ich quasi hier die Ausmaße abgesteckt und das Fundament gelegt. Jetzt schnappe ich mir mal schnell die Wolle, und zwar mit der Schere. Oh, sehr ergiebig. Also bis zu 4 Blöcke Wolle schmeißen die Schafe von sich, wenn man sie mit der Schere bearbeitet. Und eine Kuh ist hier auch. Die schnappe ich mir auch mal, weil ich gerade fleißig am Leder sammeln bin. Und wieder 2 Stück. Und da ist unser Steinknüppel kaputt gegangen. Jetzt habe ich das neue Metallschwert. So, kommen wir zu dem Gebäude hier. Da kommt man über diesen Weg hin. Teilweise schon gepflastert, teilweise hier noch als Schotterweg. Ein Glasdach, damit gut Licht reinkommt, damit die Blumen hier schön wachsen. Ja, sieht etwas merkwürdig aus. Die Erdblöcke hier sind quasi erstmal nur Platzhalter, weil da möchte ich dann später meine Bienenstöcke hinstellen, die wir in der nächsten Episode quasi, womit wir uns nächste Episode beschäftigen werden. Da habe ich hier schon mal so ein kleines Gebäude vorbereitet, wo man dann schön die Bienen züchten kann. Wie wir hier sehen, hat sich der Bienenstock, den wir vor ein paar Folgen gesehen haben, haben sich die Bienen hier irgendwie ausgebreitet. Also hier gibt es jetzt einen. Da oben ist diese eine. Ich glaube, das sind sogar mehrere. Hier hinten auf einer der Inseln gibt es auch Bienenstöcke. Werden jetzt durch die Bäume verdeckt, die ich da gepflanzt habe. Soweit so gut. Das ist also das, was ich bisher geschafft habe. Was ich als nächstes machen möchte, ist noch hier einen so einen kleinen Wasserfall runter zu dem See. Und dann habe ich mir gedacht, was auch ein nettes Projekt wäre, hier hinten, wo jetzt noch das ganze Schilf wächst, da im Wasser einfach mal ein Haus auf Pfählen zu errichten mit einem integrierten kleinen Bootsanleger eben für das Boot, was ich mir noch bauen könnte. Okay, ich habe auch neue Add-ons installiert, wie man hier oben rechts sehen kann, die ein Minimap, das habe ich schon wieder Add-on gesagt, eine Minimap-Modifikation. Ja, wie die genau heißen und Links dazu werde ich wahrscheinlich in der Beschreibung für das Video zur Verfügung stellen. Vielleicht schreibe ich auch einen Artikel in meinen Blog, habe ich mich noch nicht entschieden, wie ich das machen werde. Und neben der Minimap habe ich auch fürs Inventar Modifikationen installiert. Da sieht man hier schon diesen kleinen Button. Das macht eben das Inventarmanagement so ein bisschen einfacher. Man kann mit nur einem Klick Sachen verschieben und das Inventar automatisch sortieren lassen. Sieht man, dass ich hier in meinem Gepäck jede Menge Leder habe. Daraus wollte ich mir jetzt mal ein komplettes Set Lederrüstung herstellen, damit wir auch dann in naher Zukunft mal eine Höhle erkunden können. Dann fangen wir doch mal an. Das müsste eigentlich reichen. Okay, dann geht es los mit dem Lederhelm. Oder Mütze oder wie auch immer. Dann die Lederstiefel. Die aussehen wie Schuhe. Dann brauchen wir noch eine Lederhose. Und als letztes noch die eigentliche Lederrüstung. Nein, genau falsch rum. So, muss den Kopf freilassen.
Ah, eine Ledertunika. Okay, die ziehe ich dann auch gleich mal an. Gleich mal schauen, wie sich dann unser Avatar hier verändert. Also einmal die Mütze mit einer abgefahrenen Brille. Die Schuhe. Die Hose. Und die Tunika. Sieht eigentlich ganz fesch aus und gibt uns, wie wir unten neben den Herzen sehen, einiges an Rüstung. Können wir uns mal von außen, von hinten anschauen. Weil umdrehen kann ich ihn leider nicht, weil er dreht sich immer so mit. Sehr schick. Alles klar. In dieser Kiste hier habe ich schon mal alle Materialien gesammelt, die wir zum Thema Bienen benötigen werden. Und hier habe ich, glaube ich, auch schon was reingetan. Ja. Da sage ich aber noch nicht, wozu die Gegenstände sind. Das sollen auch noch mehr werden. Gut. Ah, jetzt wird es langsam dunkel. Dann haue ich mich mal aufs Ohr. Man schläft also in Richtung des Sonnenuntergangs, wenn man hier noch die Sonne sieht. Deswegen habe ich das Bett so rum aufgestellt. So, ein neuer Morgen. Und da draußen sind schon wieder jede Menge brennende Monster. Ich gucke nochmal schnell, ob vor meinem Haus irgendwas ist. Ja, die sind aber gerade umgefallen. Creeper sehe ich keine. Also ich hatte einige Creeper hier während meiner Baumaßnahmen morgens. Ich habe auch tatsächlich einige Creeper mit dem Schwert bekämpft und ihnen Schießpulver abgenommen. Okay. Creeper sehe ich jetzt hier erstmal keine. Haben die Skelette was fallen lassen? Feder. Naja. Okay. Ich hoffe hier, meine Baumaßnahmen sind ganz nett geworden. Hab jetzt leider natürlich durch eben, wie gesagt, durch meine neue Art, Videos online zu stellen oder einfach die Anzahl der Videos, habt ihr jetzt nicht gesehen, wie die einzelnen Sachen entstanden sind. Aber man kommt halt auch deutlich schneller voran, wenn man das nicht einfach beim Bauen nebenher filmt und dann erzählt man, und das geht alles nicht so schnell, wie wenn man das einfach so, sag ich mal, offline, offscreen zusammenbaut. Gut, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann auch mit diesen Teilen hier, den Bienenkörben. Ich könnte den jetzt hier schon runterschlagen. Allerdings, so wie ich das verstanden habe, ist das nicht so gut, weil man von wütenden Bienen angegriffen wird. Deswegen brauchen wir als ersten Gegenstand so einen Imkerhelm. Und wie es dann mit den Bienen weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Und dann sage ich mal, bis dahin!